So, herzlich willkommen bei meinem perfekten Dinner. Ich fange jetzt gleich mit dem Dessert an. Es ist 16.17 Uhr und los geht's. Ich brauche für das Dessert, mit dem ich jetzt anfange, weil es muss kalt gestellt werden, und es wird ein Quark-Stracciatella-Dessert. Und dafür brauche ich folgende Zutaten, und zwar genug Milch. Milch habe ich hier. Schön Vollmilch, das ist schön fettig Schnee ist für gewesen. alle. Und jetzt kommt die Geheimrezeptur. Die darf ich natürlich nicht verraten. Die ist nämlich vererbt worden von Familie Oetker an meine Eltern mal. So. Und dann haben wir hier schon eine leckere Stracciatella-Creme. Das war es natürlich noch nicht gewesen. Weil das ist ja nur der Anfang des Desserts, nur dass das schon mal gemacht ist. Das kann man dann jetzt erstmal kalt stellen, dass es schön abkühlt. Und dann kommt später sowieso was ganz, ganz, ganz Besonderes dazu. Jetzt fange ich an, die Putenmedaillons zu machen. Und zwar brauche ich dafür. Und zwar brauche ich dafür erst einmal Salz. Und es wird sich gleich in der Packung drin. Salz und vor allem ein bisschen geschmacklich Knoblauchsalz. So, und dann natürlich tolle Gewürze, mediterrane Gewürze. Oregano. So, und eine kleine Prise Pfeffer. So, und so wie ich das jetzt in der Packung habe, das ist ja nämlich das Praktische, schüttel ich das Ganze einmal durch. Die Putenmedaillons, wie man sieht. Und eine Pfanne, das ist wichtig. So, die Pfanne. Da gieße ich etwas Öl ein, also ganz wenig. Es soll nämlich ja, vermieden werden, dass es zu fettig wird. Natürlich habe ich jetzt leider nicht die Zeit gefunden, den Blätterteig frisch zu machen, sonst hätte ich das auch gemacht. Oh. Jetzt. Allerhopp. So, ja. Jetzt gehen wir weiter im Programm. Öl ist soweit aufgeheizt. Fleisch ist geschüttelt. Nochmal, vorsichtshalber. Und ich fange an, die Putenmedaillonstückchen nach und nach einzusetzen. Jetzt wird es erstmal kurz ein bisschen von jeder Seite, ja, muss schon ein bisschen angebraten werden. Es geht ja auch darum, dass es ein bisschen knusprig eventuell wird, die Haut, weil sie kommt ja danach noch in den Backofen. Deswegen rühre ich da auch gar nicht lang rum. Ich verteile es nur ein bisschen, dass es auch gleichmäßig anbrät. So, brutzelt es. Und wenn es schon von der Seite so ist, dann kann man das alles mal umwenden. So, immer schön so gleichmäßig. Es muss auf jeden Fall rundherum einmal ein bisschen was sich angebraten haben. Also es darf von einer Seite auch nicht mehr roh sein. Das ist sehr wichtig. Weil sonst bekommt es gar keine Röststoffe. Das schon bereits angebrutzelte. Kann ich ruhig mit der Gabel reinstechen, ist nicht schlimm. So, und lege es auf das Blätterteig, auf den Blätterteig. So, wichtig ist, ein Messer zu haben. Und nun den Blätterteig ein bisschen gleichmäßig zu heften.
was nicht so ganz klappen will mit einer Hand. So. Und dann überlappt man das ganz einfach in eine schöne Form hinein. Und verbindet auch die Ecken, das ist wichtig. Die Ecken müssen miteinander verbunden sein. Hallo, das ist Jenny. Ich bin Daniela und wir gehen jetzt zum Stefano zum perfekten Dinner. Hast du schon Hunger, Jenny? Ich habe total Hunger und ich hoffe, dass ich gespannt, wie Stefano seinen Abend plant. Da ich vor Stefano am meisten Angst habe, da er aus der Branche kommt, bestimmt alles richtig macht. Ich habe hier keine Angst, ich habe keine Konkurrenten. Es geht nur um den zweiten, dritten Platz, zwischen denen ich weiß ja, dass ich gewinne. Ich finde es nicht, ich finde es nicht lustig, es ist einfach so. Sie gewinnt eine aber Tatsache. Nur, wenn sie allen anderen nur einen Punkt gibt. Okay, ich mache jetzt mal wieder aus, weil wir gerade Auto fahren und bis gleich. So, wir sind jetzt Hallo. Angekommen und jetzt werden wir hochgehen und mal schauen, was uns erwartet. Mal reinschauen. Ist ein bisschen dunkel, aber das Lichtlein brennt dort oben. Auch wenn man es nicht sieht. Ich muss mal nicht auf die Terrasse, es ist ja kalt. So, es tut sich was. So. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Hi. Hallo. Hi. Guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ach, wie hübsch. Da der Komm Kerze. Rein. Eine kleine Sache für dich. Oh, das ist ja süß. Oh, kann ich gleich anfangen zu essen? Ja. Wir haben total Hunger. Oh, hast du es schön gemacht. Oh, richtig toll. Ey, geil. Sag doch. Stefan muss meine größte weiß, Konkurrenz. Er kommt aber ehrlich. So, ich habe gedacht, wir machen einen kleinen Aperitif mit wenig Alkohol. Oh, ja, danach könnt ihr eh trinken, was ihr wollt. Pluspunkt. Cool. Zur Auswahl gäbe es Granatapfel oder Minze. Granatapfel. Minze. Minze. Granatapfel. Hallo Mimi. Hallo. Hallo Momo. Hallo. Lampe weggeschlagen. Ihr könnt auch beides probieren. Oh, voll schön, da war es. Ja, alles ist klar. Oh, guck mal, komm mal her. Oh, und hier. Cool. Was ist das? Ganz modernes. Yeah. Das kennen wir ja gar nicht. Also jetzt sind wir lecker. Was? Das Teil da? Moderne Sachen. Ja, eigentlich wollte ich Mittelalter machen. Aber es hat nicht so ganz hingehauen. Cool. Meine größte Konkurrenz. Oh Mann, ich habe vergessen, euch die Jacke abzunehmen. Ach Quatsch. Stäbchen haben auch gleichzeitig, erfüllen auch gleichzeitig den Zweck, um dass man umrühren kann. Cool, okay, okay. So, für dich Granatapfel. Dankeschön. Für dich Pfefferminz. Merci. Und auf den heutigen Abend. Auf den heutigen Abend. Stäbchen. Mit Plastikgläsern, dass sie nicht kaputt gehen. Clever. Schmeckt lecker. Ja? Nicht schlecht. Das ist Alkoholfreies. Sagt unsere Anti-Alkoholikerin.
Sie ist trocken. Seit letzter Woche. ich hab gedacht, ich nehme sowas, weil das ist nicht so viel Alkohol und ihr könnt danach immer noch fahren, ohne dass was passiert. Hat euch das Video gefallen? Dann hinterlasst doch einen Kommentar. Oder abonniert uns doch einfach. Und vergesst nicht, den Like-Button zu klicken.